So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Die Ausgabe von Mittwoch auf Donnerstag. Wie immer eine freie Themennacht, eine offene Radioshow, Telefon-Talkshow. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht ist die Tanja. Da war Tanja. Tanja wäre 19 Jahre alt gewesen. Nun gut, dann begrüße ich ganz herzlich den Salvo. Hallo Salvo. Ja, hallo. Ja, Salvo, 16 Jahre alt, stimmt das? Ja, fast 17. Fast 17? Kann man ja eigentlich schon 17 sagen. Ja. Salvo, um was geht's? Also ich befinde mich hier mit ein paar Kumpels und wir sind Street Kids. Und wir wollten eigentlich mal darüber reden, wie mies uns die Politik und so behandelt. Und weil wir ja eigentlich, wenn wir krank sind, wir können nirgendwo hingehen. Also Street Kids heißt, ihr lebt auf der Straße. Ja. Ja. Wie viel seid ihr da gerade um dich herum? Viert, ja. Zu viert? Ja. Ja. Reden wir erstmal über dich. Seit wann lebst du auf der Straße schon? Seit ich 12 bin. Seitdem du 12 bist. Wie kommt das? Zu Hause abgehauen, dann bin ich in Heim gekommen, dann bin ich da wieder abgehauen und es geht dann immer durch die Bank. Ja. Und wie kann man sich so das Leben auf der Straße vorstellen? Zum Beispiel, wo schläfst du? Hier im Winter ist es schwierig, aber man, ey, das ist aber jetzt ein Tipp, das hört ja jeder. Da kriegen wir ja Ärger mit Krankenhäusern, da kann man nämlich gut schlafen. Ah, die gewähren Unterschlupf. Finde ich in Ordnung, finde ich gut, dass die es machen. Die gewähren keinen Unterschlupf, wir holen uns die im Bettenlager und so. Achso, ihr klettert da irgendwo rein? Nee, wir gehen ganz normal zur Besuchszeit rein. Und dann gibt's ja, in jedem Krankenhaus gibt's Raucherräume, dann hält man sich auf. Ja. Und dann sind ja irgendwann die Leute, die die Betten reinigen, die sind weg. Ja. Und dann fährst du mit dem Fahrstuhl dahin. Ja. Und dann schläfst du im Bettenlager. Dann musst du nur sehr früh aufstehen. Ach so. Ruhe. Ach so. Bist du schon mal erwischt worden dabei? Ja. Und was passiert dann? Nicht viel wahrscheinlich. Die schmeißen euch raus und das war's, oder? Kommt drauf an. Es kann auch sein, dass die Polizei anrufen. Mhm. Naja. So, wie ist es denn mit dem Essen? Wo kriegst du dein Essen her? Ja, das ist ja das Problem. Also wir können nicht irgendwo legal essen gehen. Mhm. Weil Hartz IV kriegst du auf der Straße nicht und wenn du jugendlich bist, kriegst du gar nichts. Aber irgendwie braucht man doch immer ein bisschen Kohle. Woher kriegst du das Geld denn? Bettelst du oder wie machst du das? Auch klauen. Hm. Wie kommt das denn überhaupt, dass ihr mich hören könnt? Habt ihr ein Radio oder ein Fernseher? Nee, wir haben nur dieses Handy hier. Hier an der Nummer ist die, so hier im Haus ist die Nummer an die Wand gesprayt. Achso, die ist in die Wand. Also, und das Handy, wie kommt ihr an das Handy? Das kostet ja auch Geld. Sorry, das ist geklaut. Hm. Habe ich aber Ihrem Mitarbeiter gesagt. Ja, das ist mir schon klar. Du wolltest dich beschweren über die Politik, dass die euch alleine lässt. Ja, genau. Sag mal ein bisschen ausführlicher. Also du hast als Street Kid nur eine Möglichkeit, und das sind so in so Aufheim, so Heime reinzugehen. Mhm. Und da kannst du höchstens bis zu 3 Tage anonym wohnen. Mhm. Kommt aber noch drauf an, wie alt du bist. Wenn du halt sehr jung bist, dann rufen die Polizei. Mhm. Wenn du dann schon ein bisschen älter bist, dann rufen die keine Polizei mehr. Aber du bist dann halt auf die Sozialarbeiter da angewiesen, ob die gut mit dir meinen oder nicht gut mit dir meinen. Deswegen meidest du das eher. Was wär denn von deiner Seite aus ein Wunsch oder eine Forderung so an die Gesellschaft, an unsere Politik, damit die euch und dir helfen? Ja, so mehr. Also ich finde, dass wenn man zum Beispiel Street Kid ist, dass wenn man krank ist, dass man zum Arzt gehen kann. Und wenn man keine Krankenkarte hat, kann man nicht zum Arzt gehen. Man kann sich eine kaufen. Ja. Aber wie machst du das denn zum Beispiel? Warst du schon mal krank in den letzten Jahren? Ich war vor kurzem erst krank, ja. Was hattest du für eine Krankheit? Ich habe Fieber gehabt, Husten, Schnupfen, alles durch die Bank. Ja, das heißt, das hast du dann, du warst nicht beim Arzt und hast es auch nicht behandelt. Das ist dann von alleine wieder gut. Ich war beim Arzt. Du warst beim Arzt. Und wer hat das bezahlt? Von irgendeinem eine Krankenkarte. Die man so unter der Hand irgendwie kaufen kann, ja. Bekommen hat. Mhm. Also es ist immer so ein, es ist nur Rumtrickserei, ne? Und immer Stress. Ja. So kann man sagen. Ja. Was machst du den ganzen Tag über? Also lange schlafen.
Sofern das möglich ist? Ja, weil du kannst ja nicht einfach in Deutschland vormittags in der Stadt rumlaufen wegen der Schulpflicht. Also du wirst angehalten und du wirst gefragt, warum du in der Schule bist, und du kannst nicht einfach sagen, ja, ich habe frei, weil die wollen deinen Namen haben und welche Schule du bist. Ja, aber mit dem langen Schlafen, das ist doch auch ein Problem. Du schläfst ja immer irgendwie in anderen Orten, wo du auch dann wieder abhauen musst, unter Umständen früh. Ja, aber wenn du jetzt in einem besetzten Haus bist, wie wir jetzt gerade sind, ja, und es ist ja jetzt heute nicht ganz so kalt und morgen wird es ja auch schön, wa? Also dann kann man lange pennen. Okay, ja, dann hast du lange gepennt, vielleicht bis mittags oder so. Wie geht's dann weiter? Erzähl mal. Ja, rumlungern, gucken, wie man zu Kohle kommt. Weil bei uns haben auch welche halt Probleme mit Alkohol, mit Drogen. Es gibt welche, die sind clean, es gibt welche, die sind nicht clean. Wie ist es bei dir? Stichwort Alkohol, Stichwort Drogen. Also Drogen, ja, rauchst mal einen Joint oder so, aber mehr will ich nicht, weil ich will nicht in die Abhängigkeit rutschen, weil dann habe ich das Problem, dass ich mich dann nicht mehr so richtig kontrollieren kann und dann bin ich kein sauberer Streetkid mehr und dann falle ich auch auf, dass ich, weil dann kann ich mich nicht mehr überall waschen gehen oder so. Naja, und wie ist es mit Alkohol? Ja, kommt schon vor. Kommt schon vor. So, das heißt, man hängt ja so den ganzen Tag ab und wie du gerade sagtest, man versucht irgendwie Kohle zu kriegen oder irgendwas zu essen zu kriegen. Ja. Und so vergeht Tag für Tag und Tag für Tag. Ja. Du bist, ich sag's jetzt nochmal vielleicht für die gerade zugeschaltet haben hier bei uns, du bist erst 16 Jahre alt und lebst seit 4 Jahren auf der Straße. Ja. Hast du irgendwie noch einen Kontakt, einen losen Kontakt zu deinen Eltern? Nee, gar nichts. Gibt es Verwandte oder Geschwister vielleicht, die du kennst? Ja, mein Bruder, aber der ist auch hier. Der ist auch da. Wie alt ist dein Bruder? Mein Bruder ist 15. Du bist bis zu deinem 12. Lebensjahr in die Schule gegangen. Unregelmäßig. Unregelmäßig, ja. So, Salvo, wie stellst du denn dir so deine Zukunft vor? Du, erstmal 18 werden und dann kann ich auf Aage rennen und kann sagen, so Leute, ich bin jetzt 18 und ich will jetzt eine Bude haben. Was ist dein Traum? So ganz spinnen, ganz einfach mal so. Was wäre dein Wunschleben? Was würdest du gerne machen? Boah, mein Wunschleben. Ich will nur eine eigene Bude haben, mit meinem Bruder zusammen. Ja, und dann vielleicht Schule nachmachen. Ja. Und dann gucken, aber Ausbildung ist ja rar. Und wenn du dann wie ich kaum in die Schule gegangen bist, wird es schwierig. Aber ich will dir sagen, ich finde das toll, dass du so Wünsche hast. Man muss erstmal einen Wunsch haben, bevor man losgeht so im Leben. Und du hast einen Wunsch. Ich finde auch toll, dass du mit deinen 16 Jahren, und du hast ja eine ganze Menge Sachen erlebt, die ein anderer 16-Jähriger niemals erlebt, dass du sagst, ich will keine Drogen konsumieren. Ich habe hier sogar einen 11-Jährigen. Glaube ich, ja. Denn das ist völlig, da hast du völlig recht, wenn du da wirst du genügend Beispiele aus deinem Umfeld kennen. Wenn du in die Drogenwelt reinkommst, dann bist du völlig in der Gosse irgendwann. Dann ist Ende, dann. Ja, dann kannst du das Leben dir völlig abschminken. Ja, also es ist nicht nur, dass du es dir abschminken kannst, sondern dass du dann auch auffällig bist und Beschaffungskriminalität ständig auffliegst. Und dann wirst du wieder, wenn du Pech hast, schläfst du eine Nacht in einer Arrestzelle oder so, oder eine Hausnüchterungszelle, das macht keinen Spaß. Wie oft bist du schon in Konflikt oder in Kontakt mit der Polizei gekommen? Oh, oft, und die sind nicht immer nett. Ja, aber die haben dich dann wieder laufen lassen. Ja, aber die haben dann auch schon, die sind auch nicht immer nett zu uns. Also wenn die dann so hingehen oder so, wenn die dann einen von uns kriegen, kommt drauf an, wie die drauf sind oder so, dann, wenn die dann merken, du gibst keine Infos, dann kommen sie dir halt mit so Sachen, ja, dann zieh dich mal aus oder so, Also ziehen sie dich runter und dann sperren sie dich in eine Zelle, dann hast du nur eine Unterhose an oder so. Ich finde das ganz schön mutig von dir, dass du hier anrufst. Und ich verstehe das wirklich auch als einen Hilferuf, so an nach draußen, einfach an die, wie du gerade gesagt hast, an die Politik, was immer das auch ist, oder an die Gesellschaft. Ja, die machen ja nichts, weil, weil die Politiker, die reden immer nur von Kinderverwahrlosungen, von Unterschicht, aber die reden nur. Aber erstaunlich finde ich, dass du das alles so mitverfolgst, auch die Diskussion hier mit Unterschicht und sowas. Respekt, sage ich nochmal. Du bist ja ein sehr pfiffiger Bursche mit deinen 16 Jahren. Und du hast meine Sympathien voll auf deiner Seite. Ich sehe das ganz genauso wie du, Salvo.
Und ich weiß auch nicht, wie man das verändern kann. Ich sehe auch seit Jahren und Jahrzehnten Politiker reden, schön rumquatschen. Aber wenn die mal selbst dorthin gingen, wo was los ist, zum Beispiel zu euch, und mal mit euch persönlich reden würden, würden die vielleicht auch anders handeln. Ja, man müsste mal hier, egal wie die Politiker heißen, müsste man mal wirklich so ein, die haben ja für nichts sorgen. Die müssen nicht für ihr Essen sorgen, die müssen nicht für das und das sorgen. Man müsste mal wirklich mal so einen Typ nehmen aus der Politik, so, ja, der so 10.000 Euro im Monat verdient, keine Ahnung, wofür er die verdient, in so einem Ghetto sperren, ein halbes Jahr lang und sagen so, ein Junge, du lebst jetzt von Hartz IV. Ja. Ach, weißt du, es wird schon reichen, mal ein Wochenende mit euch zusammen zu verbringen. Da würden schon viele die Sache anders sehen. Ich auch. Du bist ja so sehr überlegt und denkst so über alles so nach. Die anderen um dich herum, sind die genauso drauf oder hängen die eher doch mehr ab und sind eher schon resigniert? Nee, wir sind eigentlich also Street Kids, die sich sauber halten. Damit wir nicht auffallen. Ja. Und es gibt auch welche, die sind halt nicht so gut. Unser einen Kumpel, den haben wir jetzt in einen anderen Raum gebracht, weil der ist frisch besoffen, der würde den Mund nicht halten und dann kann ich nicht reden. Und wird stören und einen schlechten Eindruck machen. Ja, genau. Ja, ja. Verstehe. Dein Bruder ist 15, hast du gerade gesagt, ne? Ja. Was hat der auch so Träume wie du, eventuell irgendwann da mal eine eigene Wohnung, eine Ausbildung, Schulabschluss und sowas zu machen? Ja. Mhm. Ich würde gerne nochmal fragen zu deinen oder zu euren Eltern. Wie sind deine Erinnerungen an deine Eltern oder eure Eltern? Oh, mies. Wie? Mies. Mhm. Ja. Also, mein Vater hat regelmäßig getrunken, gesoffen kann man da schon eher zu sagen. Mhm. Und wenn mein Vater in Therapie war, dann war meine Mutter dicht. Und wenn mein Vater aus der Therapie kam, meine Mutter war dicht, dann war mein Vater auch wieder dicht. Mhm. Verstehe, also keine guten Erinnerungen an die Sache. Nee, und das geht dann halt durch die Bank und wir sind halt 7 gewesen zu Hause und ich bin das drittälteste Kind und ja, meine ältere Schwester, die hat sich dann verdrückt, die ist in so einem Mädchenheim gegangen. Mir ist kalt, Entschuldigung. Mein anderer Bruder hat sich auch verdrückt, keine Ahnung wohin. Und dann habe ich mich verdrückt und dann habe ich zu Hause angerufen und dann hat mein kleiner Bruder gesagt, boah, ich finde scheiße, dass du mich hängen lässt und dann habe ich ihn abgeholt. Also ihr beiden haltet auf jeden Fall zusammen. Ja. Ja. Ich finde, dass du ein toller Typ bist, Salvo. Meine ich ernst, meine ich sehr ernst. Ich finde das gut, dass du hier gesprochen hast, weil Leute, die so leben wie du, wenig Sprechmöglichkeiten und kein Sprachrohr haben. Ich finde es gut. Ich weiß nicht, ob wir dir oder euch vielleicht ein bisschen helfen können. Ich weiß es nicht. Wir versuchen das mal. Das geht jetzt so. Da müsstest du jetzt auflegen und du wirst nochmal von uns angerufen, von meiner Mitarbeiterin, meiner Psychologin. Ja, okay. Vielleicht gibt's ja den einen oder anderen Tipp, wie wir euch doch noch ein bisschen unter die Arme greifen können. Ja. Ich danke dir. Kann ich Sie noch was fragen? Ja, klar. Es wäre vielleicht nett, wenn Sie mal an die Telefonseelsorge sagen würden, nur weil Kinder anrufen, heißt das noch lange nicht, dass Kinder die Telefonseelsorge verarschen. Wir hatten nämlich ein Problem gehabt und wollten mit denen reden und die waren nicht bereit, mit uns zu reden. Gebe ich gerne weiter, aber das ist in diesem Moment schon weitergegeben, indem du es ausgesprochen hast, denn das wird jetzt schon registriert in den entsprechenden Stellen. So, mein Lieber, jetzt grüße deinen Bruder herzlich von mir und bleib sauber, sage ich jetzt mal so. Ja, danke schön. Du legst bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay, danke. Tschüss. Alles Gute, tschüss, Salvo. Das finde ich, muss ich euch sagen, erschütternd, was wir gerade gehört haben. Und das sollte wirklich Verantwortliche aufrütteln, dass solche Kinder, solche Jungs nicht noch weiter absteigen, sondern dass von Seiten der Politik, von Seiten der Gesellschaft da aber wirklich handfeste Hilfe angeboten wird. Der Junge würde sofort danach greifen, wie wir das gerade gehört haben. Hier ist Tina. Tina ist 16 Jahre alt. Guten Morgen, Tina. Tina ist weg. Das ist immer die Leitung 3. Dann machen wir ganz einfach mal weiter mit Mike und Mike. Hallo Mike? Ja. Mike ist da. Mike ist 28, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich durchgekommen bin. Ja. Um was geht's bei dir? Ja, eigentlich um, ich habe dir auch gestern zugeguckt. Mhm. Und gestern war das Thema, dass ein Tier das Leben von jemandem zerstört hat oder auch... Genau, großes Unglück gebracht. Genau, ja. Unglück gebracht hat. Es
geht darum, dass, ja, ich muss da ein bisschen ausholen. Anfang 2005 hat sich ein sehr guter Freund von mir von seiner Freundin getrennt. Mhm. Und ja, ist dann halt wie viele nach einer längeren Beziehung halt in eine tiefere Depression gefallen. Mhm. Mhm. Hat öfter was getrunken, hat auch andere... Obwohl er sich getrennt hat? Es kam eher von ihrer Seite und er kam also damit nicht so. So. Ja, okay. Mhm. Auf jeden Fall habe ich ihm dann irgendwann geraten, dass er mal vielleicht in Urlaub fliegen sollte. Mhm. Zu einem Cousin von mir, der ist hier in Deutschland geboren, ist aber dann vor ein paar Jahren in die Türkei wieder zurück, hat hier jahrelang Gastronomie gemacht. Mhm. Hat sich da auch ein kleines Fleckchen Erde gekauft und hat sich das gemütlich gemacht. Und wir sind eigentlich alle von unserer Clique öfter mal darunter und haben den halt besucht. Und momentan ist das ja alles in Deutschland nicht so, also viel Stress und viel Depression, will ich mal sagen. Okay, du hast ihm also empfohlen, weil er schlecht drauf war, fahr doch mal darunter und komm auf andere Gedanken. Genau. Ja. In die Türkei. In die Türkei, ja. Südöstlich der Türkei auf jeden Fall ist der Thorsten dann auch geflogen. Ja. Und dann? Und wurde dann von Tunjais Hund, dem Nemo, schwer im Genitalbereich verletzt. Also der Hund von deinem, von dem befreundeten? Von meinem Cousin. Von dem Cousin. Türkei, der hatte einen Hund. Hat den Freund von mir, ja, der also darunter geflogen ist, schwer im Genitalbereich verletzt. Im Genitalbereich? Ja. Also wie schwer? Auch wirklich so schwer, dass da... nichts mehr zu machen war. Also was heißt das? Der Penis war zerstört oder was? Der Penis mit den Hoden. Der Penis und die Hoden waren, abgerissen, abgebissen. Ja, oder? Komplett. Boah. Ja, auf jeden Fall ist er dann natürlich auch da direkt in der Klinik behandelt worden, ist dann so schnell wie möglich nach Deutschland gekommen. Kurze Zwischenfrage noch. Wie ist das denn passiert? War der Hund generell irgendwie aggressiv? Auf keinen Fall. Das ist eigentlich so ein lieber Hund. Wirklich, das ist auch, den hat er hier in Deutschland, also hat von hier den Hund mitgenommen, hat den hier wirklich sehr ruhig auch erzogen. Hat man im Nachhinein ein doofer Mann? Ist ein Mischling, ist ein also etwas größerer Hund schon. Ja. Hat man im Nachhinein eine Erklärung, was dieses sehr aggressive, überhaupt nicht. Ging es von 0 auf 100, die Aggression? Genau, es war ja so, also wir wollten eigentlich mit 3 Kumpels darunter fliegen. Ich konnte leider nicht, weil ich andere Sachen erledigen musste hier. Sind die halt mit einer Freundin von mir und mit einem anderen Kollegen zu dritt darunter geflogen und ja, auf alle Fälle ist das dann passiert und kam er halt so schnell wie möglich nach Deutschland ins Krankenhaus. Also man hat ihn dann in der Türkei notversorgt? Ja, genau. Und ist dann nach Deutschland zurückgeflogen worden, ja. Konnte man nicht irgendwie, manchmal ist das ja so, wenn irgendwas abgebissen wird, dass man das noch wieder annähen kann? Oder war das so zerfetzt, das Geschlechtsteil, das gar nichts mehr zu tun war? Ja, also der türkische Arzt hat das so deutlich gemacht. Der meinte, also wenn man das komplett rekonstruieren wollen, dann ja, also müssen wir aus dem Hundemagen dann irgendwelche Reste rausholen, das zusammennähen und flicken. Und die haben dann später halt erklärt, dass die sich gedacht haben, dass durch Muskeltransplantationen aus dem Unterarm oder Oberschenkel und Hauttransplantation, dass da irgendwie halt, dass das zumindest besser ist als das, was übrig bleibt. Oder was da wieder versucht wird zu rekonstruieren. Hat man denn das hinterher in Deutschland dann gemacht? Oder was ist in Deutschland das damit? Das war in Planung. Also das ist ja auch die Sache gewesen. Wir wohnen auch Gott sei Dank in der Gegend. Das ist sehr ruhig, ist ein Kurort, sind viele Krankenhäuser umherum. Und war auch öfter hier in der Nähe und dann auch zum Schluss eigentlich immer hier und war auch öfter dann zu Hause. Wir waren öfter bei ihm. Das sah auch eigentlich alles okay aus. Hast du die Wunde oder den Zustand mal gesehen? Nee. Nein. Nee. Wie konnte er denn kann er denn zur Toilette gehen? Ja, er konnte. Also die haben dann hier damit angefangen. Natürlich lag er am Anfang im Krankenhaus, hat dann verschiedene Schläuche gelegt gekriegt und ging halt am Anfang absolut
anders. Und dann hat er einen kleinen künstlichen Ausgang bekommen. Ach so, ah ja. Wie geht es ihm denn heute? Ja, Moment. Auf jeden Fall, der sich vor 3 Wochen das Leben genommen. Er hat sich vor 3 Wochen das Leben genommen? Ja. Ohne irgendwelche Vorankündigungen, irgendwelche... Und du meinst aufgrund, dass er damit nicht umgehen konnte mit... Wir wissen nicht, ob es nur das war oder ob da auch andere Sachen eine Rolle gespielt haben. Also er hat mit keinem auch nur, also er hat keinem irgendwie auch nur ein Zeichen gegeben. Wie hat er sich das Leben genommen? Es gibt eigentlich eine tragisch berühmte Brücke im Siegerland. Also von der Brücke gesprochen. Dass er für sowas benutzt wird. Man hatte ihm aber kein Versuch unternommen worden, ihm einen künstlichen Penis zu bauen. Ja, also es war gerade ja so, dass das noch nicht mal ganz verheilt. Ach so. Es war auch immer wieder im Krankenhaus und die Wunden wurden behandelt. Wie nah war denn dein Verhältnis zu ihm? Tja, wie eng war das? 20 und wir haben uns, wir kannten uns seit dem 3. Lebensjahr. Aber ihr habt dann aber auch nicht so ganz viel darüber geredet und über seine Gefühle. Leider nicht. Ich wollte auch nicht irgendwie jetzt da noch nachfragen und nachbohren. Ich wollte ihm das überlassen, wie weit er da gehen will, mit mir darüber vielleicht zu reden oder mit anderen. Machst du dir jetzt Vorwürfe, dass du vielleicht doch etwas zu zurückhaltend warst? Boah, das fängt viel vorher schon an. Also ich hätte vielleicht mitfliegen können, ich hätte... eben anderes Urlaubsziel an vielleicht vorschlagen sollen oder keine Ahnung. Wobei das natürlich wirklich ein unglaublicher Unglücksfall war, den du gar nicht insofern natürlich nicht verantwortest, nur weil du den Vorschlag gemacht hast, flieg in die Türkei. Ja. Wenn man vorgesehen hätte, die Zeit davor, wo er hier auch total fertig war, halt bis es zu dem Vorschlag kam von mir. Wenn das so weitergegangen wäre, wäre das auch nicht... Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man sich da schon so Gedanken macht und dass man alles wieder durchdenkt. Wie war das damals? Hätte ich mal lieber das nicht gesagt oder wäre ich mitgekommen? Und hätte ich durch so eine total blöde Sache konnte ich nicht mitfliegen. Das war... Wie hat denn das gesamte Umfeld, der Freundeskreis jetzt auf die Selbsttötung reagiert? Ja, alle geschockt. Alle immer noch. Also wie gesagt, da gab es ja absolut keine Anzeichen nach außen. Also er war nicht besonders deprimiert in den letzten Monaten. Nein, so für euch da sichtbar. Ich ihn auch gut kenne, habe ich auch nicht geglaubt, dass er versucht, uns irgendwie da einen vorzuspielen, dass es ihm gut geht. Aber er hat auch nichts hinterlassen, also keinen Brief, gar nichts. Ist man wirklich auch gar nicht so sicher, ob es nur das war, ob da noch verschiedene Sachen. Ich meine, es ist ja auch erst noch 3 Wochen her. Vielleicht kommt ja noch irgendwo irgendwas, vielleicht. Erklärung, was noch dazu beigetragen hat. Oder nicht, aber tragisch ist es. Das ist ja für alle ist, Beteiligten. Ja, sehr, sehr. Mike, ich würde gerne, was deine Selbstvorwürfe anbelangt, das ist ja eigentlich natürlich, dass man sich die macht, wenn sowas passiert ist, auch wenn die gar nicht begründet sind. Ich würde gerne dazu, dass du mit meiner Psychologin darüber noch jetzt ausführlicher redest. Ja, also ich denke eigentlich, dass alle von den Beteiligten sich irgendwo natürlich Vorwürfe machen. Was ich mit ihm bezwecken wollte, dass ich jetzt mit dir darüber rede und das so erzähle, ist, vielleicht sollte man, wenn auch Freunde, wirklich gute Freunde, die man lange kennt, in Schwierigkeiten stecken, sich vielleicht mal ein bisschen umkümmern, unter die Arme greifen, nicht so viel Abstand nehmen, weil sowas bringt wirklich auf einmal einen Riesenkreis durcheinander und schockt. Ist schon grausam. Also, hast recht, ja. Mein Appell, wirklich Freundschaften wahren und sich kümmern, wenn es dem anderen mal schlecht geht, da sein, mal hinhören. Ja. Also möchtest du noch einen Rückruf von uns haben? Oder war das jetzt so für dich okay, dass du es so hast sagen können? Das war so okay für mich. Okay, dann machen wir das auch so. Lieber Mike, danke dir recht herzlich und redet vielleicht auch, das ist für euch sicher auch gut, wenn ihr es im Freundeskreis auf jeden Fall viel miteinander sprecht und euch da auch mit euren Gefühlen austauscht. Alles Gute wünsche ich dir. Alles klar. Auf Wiederhören, Mike. Wiederhören, Domi. Tschüss.
Burek ist hier. Hallo Burek. Hallo, ich bin der Burek. Ja, ich höre schon, du bist 18 Jahre alt. Richtig. Ist das ein türkischer Name? Nein, ein libanesischer Name. Ein libanesischer Name. Ich komme aus dem Libanon, aha, aus dem Gazastreifen, ja. Du kommst aus dem Gazastreifen? Richtig. Ist das dein Thema, weswegen du anrufst? Nein, mein Thema ist, weil ich in letzter Zeit ziemlich kriminell geworden bin und weil ich meine Eltern sehr wehgetan habe und in die Arbeitslosigkeit gefallen bin. Ja. Kommen wir sofort drauf zu sprechen. Würde ich aber gerne kurz fragen, wie lange bist du schon in Deutschland? Wie lange ich schon in Deutschland bin? Ja. Ich bin hier in Deutschland eigentlich geboren, sozusagen. Ach so, bin ach so. In Libanon aufgewachsen. Ach so. Richtig. Und ja, seit wann bist du jetzt in Deutschland wieder, nachdem du aufgewachsen bist im Libanon? Ja, durch das Umfeld in Libanon bedingt, weil... Nee, seit wann bist du wieder hier? Seit 3 Jahren. Seit 3 Jahren? Ungefähr. Das heißt, du hast die ganzen politischen Wirren und all das, was dort unten passiert, hast du... Habe ich mitgekriegt. Hast du mitgekriegt? Mhm. Richtig. Mhm. Ja, und das, wir sind hier nach Deutschland gekommen wieder, weil... ziemlich unsere Familie wird gejagt. Oh, die Leitung ist ganz übel, Burek. Ganz schlecht. Geh mal irgendwie ein bisschen ans Fenster und mit dem Handy näher an den Mund, sonst können wir nicht reden. Hören Sie mich jetzt? Wir versuchen es mal, ja genau. Mhm. Ja. Ja, wir sind hier nach Deutschland gekommen, weil unsere Familie gejagt wird im Libanon. Warum wird die Familie gejagt? Weil wir ziemlich viel Geld in Libanon hatten. Mhm. Und dort ist Geld, was ziemlich dringend benötigt wird, ja. Mhm, mh. Aber im Moment wohnen wir in Berlin und deswegen rufe ich Sie an, weil wir hier im Ghetto können wir das keinem erzählen, sonst wird man ausgelacht. Mhm. Okay, erzähl mal. Ja, also ich bin in letzter Zeit wieder ziemlich kriminell geworden durch die Arbeitslosigkeit. Durch deine Arbeitslosigkeit? Durch meine Arbeitslosigkeit, da versucht dann Geld zu kommen. Und du hast gerade gesagt, die Familie war im Libanon wohlhabend. Ist es deinen Eltern nicht gelungen, Geld nach Europa zu schaffen? Es wurde uns abgenommen im Libanon. Ach so. Das heißt, ihr seid mit nichts hierher gekommen? Mit nichts, nur mit Gepäck und ja, meinen Brüdern und mit mir. Ja, du sagst, du bist kriminell geworden. Was machst du denn? Im Moment nichts mehr, aber das ist jetzt durch meine Freundin bedingt gewesen, weil sie hat mich aus dem ganzen Dreck hier rausgehalten. In Berlin ist ziemlich schlimm, wissen Sie? Ja, ja. Das ist nicht so schön hier zu leben eigentlich. Was hast du denn Kriminelles getan in Berlin? Also ich habe Leute abgezogen, sozusagen abgefuckt, wie man das hier nennen würde. Was heißt das genau? Also ich habe ihnen materielle Sachen abgenommen. Oh, also fremden Leuten auf der Straße? Ja. Mhm. Man kennt mich auch hier unter dem Namen Ghostface Killer. Mhm. Mhm. Weil ich ziemlich breit bin und also ich habe jeden Tag trainiert hart. Ja. Für meinen Körperbau, ja, dass ich hier so an Geld komme in Deutschland. Ja. Bist du von der Polizei gefasst worden mal? Ja, ich war bis vom 27.09. bis vor 4 Tagen war ich im Jugendgefängnis. Ach so, das heißt, du hast auch deine Strafe bekommen für das, was du getan hast. Richtig. Und dass du jetzt anders denkst, das hat mit deiner Freundin zu tun? Also jetzt ist es wieder meine Ex-Freundin, sie hat vor 2 Tagen Schluss gemacht, einen Tag nachdem ich aus dem Knast rauskam. Aber die hat dich irgendwie so ein bisschen auf eine andere Spur geführt? Ja, vor dem Knast, aber da musste ich noch wegen einer alten Geschichte musste ich rein. Ja, wie lange warst du denn im Knast? Jetzt, vom 27. muss ich jetzt einmal mal rechnen hier. Boah, keine Ahnung, ich glaube 2 Monate, mhm, mhm, ungefähr. Mhm. Wie ist es denn, du bist 18 Jahre alt, hast du, ja, irgendeinen Schulabschluss? Nein. Keinen? Ich habe mein Abitur auf der Straße gemacht, sozusagen. Mhm, mh. Lebst du bei deinen Eltern? Leben die in deiner direkten Umgebung? Also ich lebe mehr oder weniger mal hier, mal dort. Also hast du keine feste Wohnung? Nein, eigentlich nicht. Ich wohne bei Freunden manchmal. Manchmal gehe ich zu meiner Ex-Freundin noch. Und wo sind deine Eltern im Moment? Meine Eltern sind jetzt im Urlaub im Libanon. Ach so. Also das können sie aber finanzieren, dass sie in Urlaub fahren? Ne, meine Oma hat ihnen das Geld gegeben. Ja. Mhm. Und wenn deine Eltern hier in Deutschland sind, hat dein Vater irgendeine Arbeit oder läuft das? Mein Vater arbeitet auch nicht. Auch nicht? Mhm. Nein. Das heißt, die Eltern leben von Unterstützung vom Staat? Hartz IV. Ja, und kriegst du auch irgendeine Unterstützung?
Ich muss ja alles abgeben an meine Eltern, weil ich bin ja noch zu Hause, sozusagen wohne ich ja noch zu Hause, obwohl ich nicht zu Hause wohne, offiziell. Mhm. Aber ich muss ja, was ich verdiene, wenn ich überhaupt was verdiene, muss ich ja alles abtreten an meine Eltern. Jetzt finde ich das ja ungewöhnlich, dass ein Typ wie du sich hier bei mir meldet. Ja, ich finde es so gut. Ich finde es nicht, dass du es falsch verstehst. Ich finde das gut, aber ich finde es ungewöhnlich. Warum? Ja, weil ich schon daraus höre, dass du irgendwie auf einen anderen Trip kommen möchtest oder schon bist. Ja, ich möchte auf jeden Fall mein Leben in die Reihe kriegen und ich möchte auch eine Arbeit finden. Ich möchte glücklich werden einfach hier in Deutschland. Ich habe schon genug Scheiß in dieser ganzen Zeit gesehen und das reicht jetzt. Ja. Da wäre natürlich der allererste Schritt, weißt, ist ja klar, wäre eine Schulausbildung zu machen, einen Abschluss zu machen. Ja, aber das Problem ist, ich habe keine Lust auf Schule. Das ist das Problem. Ich ja, aber weißt du, ich habe versucht, zur Schule zu gehen, das bringt nichts. Da geht's nicht nur um Lust, sondern du bist ja in anderen Bereichen ein harter Hund schon gewesen, ne? Ja, ziemlich hart. Ziemlich hart, das kann ich mir schon vorstellen. So, jetzt wäre es ja ziemlich gut auch, wenn du in diesem Bereich ein harter Hund wärst und dir ein Ziel setzen würdest und du sagst, so, und ich haue diese Sache jetzt durch. Ich schaffe jetzt meinen Hauptschulabschluss oder sogar Realschulabschluss. Das geht nur mit Disziplin. Das geht nicht mit Lust und Unlust. Ja, das ist mir schon klar, Herr Domian, oder? Ja, Herr Burek. Was ich sagen kann, auf jeden Fall, ich möchte einfach nur, erstmal, wenn meine Freundin mich jetzt hört oder Ex-Freundin, ich möchte zurückhaben, ja, ist die Beste, wenn ich das mal kurz erwähnen darf. Ja, darfst du, klar. Und ich möchte meine Homies aus ganz Schöneberg grüßen. Ja, okay, das ist jetzt auch über den Sender. Ah, das ist ja klar. Die gucken sich das manchmal an. Ja. Wie soll es jetzt weitergehen mit dir? Ja, ich weiß nicht. Ich versuche, deswegen rufe ich die an. Ja, aber ich habe dir ja gerade was gesagt und das hast du so ein bisschen weggewischt. Also ich sagte, das geht nur mit Disziplin. Das geht auch nur mit Disziplin. Sonst hängst du immer wieder in der gleichen Ecke, in der du einfach nicht hängen willst. Und wenn du keinen Bock hast, dann musst du dagegen angehen, dass du auf die Zähne beißt. So. Das Problem ist, hier in Deutschland finde ich, dass man als Ausländer wirklich nicht viel Zuspruch kriegt in den Schulen. Ich habe das schon erlebt, als Ausländer, wenn man schwarze Haare hat, wird man boykottiert von den Lehrern, so, wenn ich das mal so sagen kann. Okay, das mag vielleicht... Man wird anders behandelt, wenn ich das so sagen darf. Okay, darfst du sagen. Ist sicher, in manchen Fällen auch stimmt das. Aber das ist keine Entschuldigung und keine Erklärung dafür, es nicht zu machen. Weißt du? Da kann man sich ausruhen, auf dem Argument zu sagen, ja, hier als Ausländer haben wir es schwer, also geht's nicht. Es geht, es gibt genügend Ausländer, die das schaffen und die es gut machen. Aber hier in meinem Umfeld, die ganzen Ausländer, die verkaufen entweder Drogen. Ja, ich sehe das ja. Das ist das Problem. Darf ich ausreden? Ja, bitte, klar. Mhm. Wenn ich hier mich so umsehe, alle meine Homies fahren einen dicken BMW. Mhm. Ich fahre auch einen BMW, so ist das nicht, aber ich bin trotzdem nicht zufrieden mit dem, wie ich den BMW verdient habe. Ich würde gerade sagen, einen BMW auch zu unterhalten. Wie unterhältst du den? Den? Hm? Den bezahlen mir Leute. Warum bezahlen dir die Leute den? Weil sie Angst vor mir haben. Ja. Ist alles scheiße. Alles schlechte Voraussetzungen. Eigentlich müsstest du aus dem Umfeld da raus. Das ist wirklich schlecht, aber hier, Sie kennen vielleicht nicht Berlin. Doch, ich kenne Berlin. Ich weiß, wovon du sprichst. Und deswegen sage ich auch, du müsstest im Prinzip aus dem Ghetto da raus. Aber das ist natürlich eine irre Aufgabe, das ist mir schon klar. Das kann man auch nicht mal eben so mit links machen. Aber wenn ich so sagen darf, meine Jungs sind immer für mich da und das ist halt das der Zusammenhalt, das ist die Berliner Mentalität, so nenne ich das immer. Gut. Alle sind für jeden da, aber wenn man nicht mitzieht an der Strenge, dann liegt man irgendwann ganz unten. Ja. So wie ich im Moment. Ja, und ja genau. Und mitziehen heißt, dass du auch kriminelle Sachen machst. Klar. Ja, jetzt in letzter Zeit nicht mehr. Ja, klar, aber als ich im Gefängnis kam, habe ich erstmal eine Pause eingelegt. Aber ich habe Angst, dass ich jetzt durch meine Arbeitslosigkeit wieder da reinfalle. Deine Ex-Freundin? Ja. Die hält gar nichts davon, wenn du irgendwie so krumme Sachen machst? Nein, ganz ehrlich, habe ich eine in der Zähne gekriegt, wenn ich irgendwas Krummes gedreht habe. Dann habe ich schon meine Abreibung gekriegt. Von der Freundin? Richtig. Das wäre ja super, wenn deine Freundin jetzt zuhören würde. Das wäre das Beste, was ich geben könnte. Das wäre das Beste. Das fände ich nämlich auch klasse, wenn ich, liebe Freundin von Burek, ich weiß nicht, wie du heißt. Der Cindy. Cindy, ja. Scheinst ja einen guten Einfluss auf den Karl zu haben.
vielleicht den besten Einfluss überhaupt. Und irgendwie wirkt er ja, dass er ein netter Kerl ist, soweit ich das beurteilen kann. Vielleicht fängst du es nochmal an mit ihm. Vielleicht hast du die Chance, ihn rüberzuziehen, dahin, wo er will und was du auch gerne möchtest. Und das wäre eine gute Sache. Ja, hoffe ich mal, dass das hört, ne? Das hoffe ich auch, dass die Cindy zuhört. Hör mal, Burak, ich möchte auch nochmal, dass wir dich zurückrufen und mal ein bisschen überlegen, was wir dir vielleicht noch an vernünftigen Ratschlägen geben können. Aber wenn es geht, heute nicht mehr, weil ich bin nämlich gleich auf eine Jobsuche, wollte ich gehen. Heute Nacht noch? Nö, heute. Jetzt, heute Nacht? Nö, nicht heute Nacht, aber morgen früh wollte ich mich auf die Socken machen. Ach so. Mit meinem besten Freund, den ich jetzt auch nochmal grüße. Und wenn wir dich jetzt sofort zurückrufen? Ja, das wäre cool. Okay, dann machen wir genau das machen wir jetzt gleich, Burak. Da musst du mir auflegen und du wirst von der Anja zurückgerufen, einer Mitarbeiterin von mir. Alles Gute, okay. Schöne Grüße nach Berlin. Tschüss. Michael, 39, ist hier. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hey, Michael. Schön, dass ich durchgekommen bin. Ja, ich komme aus dem schönen Köln, das ist aber nicht mein Thema. Ja. Sondern mein Thema ist eigentlich zu dem Thema von gestern. Ja. Ein Tier hat mir großes Unglück gebracht. Ja. Und zwar war ich 1997 in Mexiko, um genauer zu sein, Playa de Carm, also Yucatan, damals noch touristisch nicht so erschlossen. Mhm. Und ich habe mir ein beziehungsweise mehrere tropische Sandwürmer beziehungsweise afrikanische Sandwürmer zugezogen. Das klingt schlecht, das klingt eklig. Wie zieht man sich die zu? Wie zieht man sich die zu? Ja. Ganz einfach. Herumstreuende Hunde, die es da en masse gibt in Mexiko, ja. Lassen ihren Kot einfach am Strand nieder, ja. Der sich durch die klimatischen Verhältnisse, also Sonneneinstrahlung und Temperatur, sehr schnell zersetzt. Ja. Aber diese Würmer, die gehen natürlich, die bleiben da, die gehen in den Sand. Ja. Und ich hatte leider die Uneigenart, meine Füße in den Sand zu verwühlen. Ja. Und diese Würmer gehen wie Pergament durch die menschliche Haut. Ach. Und suchen die Blutbahn. Ach. Wie groß sind diese Würmer? Sieht man die mit Augen? Bloßen Augen? Die kann man nicht sehen. Also kleiner als ein Stecknadelkopf. Und die gehen durch die Haut durch? Die gehen durch die Haut wie nichts. Das ist gar kein Problem. Und suchen die Blutbahn. Und gehen dann in die Blutbahn rein? Die gehen in die Blutbahn rein. Das heißt, du hast diese Würmer in deinem ganzen Körper gehabt? Nein, jetzt kommt nämlich der feine Unterschied. Man sieht also 24 Stunden danach, in welchen Blutbahnen die Würmer sich bewegt haben, weil die Blutbahnen dann ziemlich blau und rot sind. Das heißt, auch gegen Abend schwoll der Fuß an, also elefantös groß, also richtig volle, dicke Füße. Badelatschen, nichts mehr passte. Ja. Und zu der Zeit gab es keine deutsche Reiseleitung, sondern nur eine holländische. Die war sehr in Sorge. Es gab auch keinen Mediziner im eigentlichen Sinne, es gab nur einen Veterinär. Ja. Zu dem wurde ich dann transportiert. Oh Gott. legte dann meine $100 auf den Tisch, meine US-Dollar. Ja. Und der gab mir dann eine Tinktur, die normalerweise Katzen und Hunden zum Einnehmen bekommen. Mhm. Die sollte ich dann zweimal täglich, morgens und abends, an meinem Fuß einreiben. Ach so, du solltest die nicht einnehmen. Ich sollte die nicht einnehmen, Gott sei Dank. Ja, und dann? Ja, dann habe ich das gemacht. Aber wie gesagt, die Schwellungen, die waren ganz enorm, also die haben die überhaupt nicht abgenommen, aber es verhinderte eben halt, und das war mein großes Glück, was man mir später im Tropeninstitut in Düsseldorf sagte, dass wirklich diese Würmer weiter an meinem Bein hochgingen bis zum Herzen. Wäre es zum Herzen gekommen, wäre es tödlich gewesen. Das heißt, wenn die in das Herz gelangen, wäre die Herzfunktion nicht mehr möglich gewesen. Genau, die machen also die vordere, so hat man mir das erklärt, die vordere und hintere Herzwand wird durch diese tropischen Sandwürmer oder eben afrikanischen Sandwürmer porös und dadurch wird natürlich deren Funktion völlig beeinträchtigt. Wie bist du die Dinger denn dann gänzlich losgeworden? Gänzlich losgeworden bin ich die, indem ich dann, wie gesagt, hier in Köln gelandet bin, musste sofort, das war direkt eine Meldung vom Gesundheitsamt, bevor ich nach Hause durfte, ich musste sofort ins Tropeninstitut nach Düsseldorf. Dort wurde ich dann durchgecheckt und man war sich nicht ganz klar, ob ich jetzt medikamentös oder direkt operativ behandelt wurde. Man hat sich aber dann doch erst für die medikamentöse Behandlungsmethode entschieden und wurde da 14 Tage halt mehr oder weniger mit irgendwelchen Medikamenten torpediert und fast täglich kontrolliert. Und Gott sei Dank sind die dann abgestorben, beziehungsweise man hat mir dann erklärt, die sterben nicht einfach so ab, sondern man scheidet die auf den normalen Ausscheidungsweg aus. Ah, ja. Und war es dann nach einer gewissen Zeit wurmfrei? Ich war dann sozusagen wurmfrei. Ohne Nachwirkungen?
Ohne Nachwirkung. Ja, die einzige Nachwirkung war, dass ich natürlich in der Zeit die ganzen Rundflüge und Touren, die ich da in Mexiko gebucht hatte, nicht vollziehen konnte, sondern meine damalige Lebensgefährtin. Ja. Und die hat sich dann leider in einen Leipziger Touristen verliebt. Ach du. Die war ich dann weg. Also das war dann mein doppeltes Unglück. Das gibt's ja gar nicht. Die ist nicht bei dir geblieben. Die ist da auf Jück gegangen. Ja gut, dazu hatte ich sie noch animiert, weil ich gesagt habe, okay, ist alles bezahlt, komm, mach. Das ist ja heftig. Und innerhalb dieser Touristengruppe... war da ein knackiger Schweizer dabei und schon... Leipziger. Leipziger, ach ein Leipziger, ich hatte... Leipziger, ja. Mhm. Und so war das natürlich ein doppeltes Unglück. Kein großes, aber ein doppeltes. Erstmal hatte ich die Erkrankung erlitten und dann war noch meine Lebensgefährtin fort. Wobei, das klingt ja auch so ernst. Eben, du hättest ja auch, wie gesagt, daran sterben können, an dieser Erkrankung. Sehr, sehr ernst. Also es war wirklich sehr ernst. Und wie ernst es war, das haben die mir, weil in Mexiko, die sprechen auch relativ schlechtes Englisch. Mhm. Und ich habe wohl gemerkt, dass die holländische Reiseleiterin, die wusste genau, worum es ging. Ja. Und am nächsten Tag waren auch in sämtlichen Sprachen am Strand Schilder aufgebaut worden, dass nur noch mit Schuhen der Strand betreten wurde. Mhm. Es wurde zwar nicht gereinigt oder dergleichen, aber es durfte keiner mehr barfuß den Strand betreten. Mhm. Und wie krass es war, das haben die mir halt, wie gesagt, im Tropeninstitut gesagt. Die haben natürlich erstmal, ich hatte natürlich dieses Medikament, was ich da teuer erworben hatte, hatte ich natürlich die Packung alles mitgebracht. Dann haben die natürlich auch geschluckt. Haben sie das getrunken oder so? Das ist für Katzen und Hunde. Ich sag, nein, der Veterinär vor Ort hat mir gesagt, sollen wir nur die Füße damit einreiben, beziehungsweise den Fuß. Und sagten sie, ja, ist sehr gefährlich. Und die haben natürlich dann alle Organe auch gecheckt und ob irgendwas da ist. Und die haben mir tatsächlich gesagt, also wäre es zum Herzen gelangen, 2-3 Tage und ich wäre hinüber gewesen. Wahnsinn. Wahrscheinlich hättest du vorher auch schon große Beschwerden gehabt, wenn es in die Leber gegangen wäre oder in die anderen inneren Organe. Ja, wobei ich mir habe sagen lassen, die Leber ist ein relativ robustes Organ, die jetzt besser vertragen. Ach so. Ja. Und der letzte Weg halt vom Fuß her, vom Kreislaufsystem her, es geht dann also wirklich die Wade hoch, Oberschenkel und dann direkt ins Herzen, bevor es jetzt Niere oder Leber oder so. Was man sich aus solchen Fernreisen alles holen kann, ne? Das sag ich. Weil man ja ganz unbedacht ist und da würde man dann gar nicht dran denken. Nur mit den Füßen, wie man es halt so... Ja, natürlich, ja. Ja. Und wer denkt denn an sowas? Hat dich das jetzt so, diese heftige Erfahrung, hält dich das davon ab? Hält dich das ab, davon vielleicht nochmal in solche Länder zu reisen? Also ich habe seitdem keine Fernreisen mehr gemacht. Ja, kann ich verstehen. Ich war vorher in Jamaika, Mexiko und sonst wo. Ja, ja. Seitdem bleibe ich in Europa. Du kannst Urlaub im Schwarzwald oder im Allgäu machen. Oder in Köln. Oder Köln, das ist auch sehr schön. Oder an der Nordsee oder so. Mensch, ja, Glückwunsch, dass du so gut davongekommen bist. Ja, sonst wäre ich keine 39 geworden. Mann, oh Mann, hast du ja inzwischen eine neue Freundin? Ja, wahrscheinlich ja. Ne? Nee. Wenn du eine hast, dann Aufruf an alle Hörerinnen. Kann mal gucken, ob wir hier noch eine rumstehen haben, hier irgendwo in unseren Zimmern. Ja, hol sie aus dem Regal raus. Genau. Michael, danke für den Anruf, alles Gute. Ich noch eine Autogrammkarte von dir haben, ja. Weil deine Sendung ist wirklich super. Wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar. Tschüss. Danke. So ihr Lieben, morgen haben wir eine Themennacht, eine feste Themennacht. Und da heißt unser Thema Voyeurismus, die Lust am Spannen. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die gerne andere Menschen beobachten, die vielleicht heimlich die Nachbarn beobachten mit einem Fernglas, die Nachbarn beim Sex beobachten. Oder ich möchte gerne vielleicht mit einem Paar sprechen, das sich einen Dritten dazu holt, der sie beobachten soll beim Sex. Oder umgekehrt, dass das Paar andere Leute beim Sex beobachten soll. Also die Lust am Spannen, die Lust am Zugucken. Vielleicht auch mit jemandem, der sich irgendwie in der Öffentlichkeit, zum Beispiel, das gibt es ja, in öffentlichen Toiletten rumtreibt, um anderen Leuten aufzulauern oder sie zu belauschen, vielleicht einfach zuzuhören, was da so in der Nebenkabine abgeht. Würde auch gerne mit Opfern von Voyeuren reden. Das ist ja oftmals auch eine sehr üble Sache, wenn man, das ist ja ein sehr intensives Eindringen in die Intimsphäre, wenn man das dann mitbekommt. Also Voyeurismus, die Lust am Spannen, wenn ihr morgen gerne mitmachen wollt, dann meldet euch heute schon unter unserer Mailadresse domian@wdr.de. Weiter geht es mit, frage ich meine Regie. Meine Regie schweigt. Hallo? Ist noch jemand da? Meine Regie sagt nichts mehr. Hier ist Andreas und Andreas ist 24 Jahre alt. Guten Morgen, Andreas. Guten Morgen, Sumi. Hallo, Andreas. Was ist dein Thema? Mein Thema ist mein Unfall.
Dein Unfall? Ja, der Unfall, den ich Ende März erlitten habe. Und zwar haben wir einen Autounfall gehabt mit noch zwei Freunden. Wir sind von der Straße abgekommen und sind durch die Luft geflogen. Mhm. Und dabei habe ich mir eine Crash-Test-Lähmung zugezogen. Oh weia. In diesem Jahr war das? In diesem Jahr. Im März. Hm. Ja, im März, genau. Und bist du, ich habe es gerade nicht verstanden, warst du der Fahrer? Ich war der Fahrer, ja. Wie ist es dazu gekommen? Bist du zu schnell gefahren? Ich kann mich direkt nicht an den Unfall erinnern. Das kann man ja rekonstruieren im Nachhinein. Ja, anhand von Polizeibildern und die Straßen, also Bremslänge und so, kann man das rekonstruieren, richtig. Also du bist zu schnell gefahren? Ja, natürlich, sind zu schnell gefahren, sind dann von der Straße abgekommen, sind in einem Graben reingefahren, der gleichzeitig unsere Sprungschanze war. Bin in die Luft geflogen, 20 Meter weit ungefähr. Und bei dem Aufprall habe ich mir dann den Crash nicht zugezogen. Hast du Alkohol getrunken? Ja, Alkohol war auch im Spiel. Alkohol war auch im Spiel? Also du bist wirklich richtig schuld an der ganzen Sache, eindeutig. Querschnittslähmung. Ja. Für dein Leben, da kann man nichts mehr machen. Oder gibt es eine Hoffnung, dass irgendwann noch, dass man das irgendwie nach einem Jahr oder so nochmal operieren kann? Ich denke nicht, das ist ein kompletter Bruch. Das heißt auch, Rückenmark ist dann auch ausgelaufen. Also die Nerven sind durchtrennt worden. Wie lange hast du im Koma gelegen? Im Koma selbst nicht. Also man hat mich medikamentös halt zur Ruhe gesetzt, weil ich erstmal die Lunge mit Blut befreit werden musste. Also sprich, also Blut musste aus meiner Lunge wieder raus, weil sich bei dem Unfall auch noch Rippen gelöst haben und die nicht in die Lunge reingebohrt haben. Und somit sich auch, ich glaube, ein Liter ungefähr hat sich dann angesammelt in den Lungenflügeln und somit konnte ich nachher nicht mehr atmen. Die Lunge ist zusammengefallen und dann hat man halt mich medikamentös zurückgestellt, sodass man das erstmal abpumpen konnte und mich dann anschließend auch operieren konnte. Ja. Als du dann diese Diagnose gesagt bekamst, sie sind querschnittsgelähmt, wie hast du das aufgenommen? Ja, wie soll ich das erklären? Das muss doch ein irrer Schock sein. Das ist auch ein irrer Schock, natürlich. Man denkt daran, ja, man hat keine Lust mehr irgendwie. Man weiß ja gar nicht, damit umzugehen. Man denkt, wie geht's jetzt weiter? Ja, du warst früher wahrscheinlich ein ganz normaler, gesunder Typ. Und ja, ich war sehr sportlich, also ich habe sehr viel Sport getrieben. Ja. Und was mir natürlich jetzt auch sehr fehlt, also ich mache zwar Sport, Rollstuhl, Basketball, aber irgendwo ist es nicht mehr dasselbe wie damals. Ja. Ist dein Freund auch so schwer verletzt? Nee, die anderen beiden sind glimpflich aus der Sache gekommen. Also was heißt glimpflich? Der eine hatte einen Jochbeinbruch, wo Platten eingesetzt worden sind, die kürzlich auch rausgenommen worden sind. Ja. Aber ist gut verheilt. Wenn man so plötzlich so eine Behinderung bekommt, muss das ganze Leben umgebaut werden. Das fängt in der Wohnung an, dass alles behindertengerecht hergestellt werden muss und endet wahrscheinlich auch bei persönlichen Kontakten, dass sich da alles verändert. Lebst du alleine? Ich lebe mit meiner Freundin zusammen. Du lebst mit der Freundin zusammen. Wie ist deine Freundin denn jetzt damit umgegangen? Also sie hat mich so genommen, wie ich bin. Also das heißt, wir haben uns kennengelernt noch im Karneval, aber richtig zusammengekommen sind wir dann erst, wo ich die Crash-Test-Lähmung schon hatte. Ach so, ihr habt euch auch in diesem Jahr erst kennengelernt? Ja, dieses Jahr erst kennengelernt, richtig. Quasi im Januar, Februar, im Karnevalszeit. So wie du die Querschnittslähmung jetzt schilderst, bedeutet das ja auch, dass du kein sexuelles Empfinden mehr hast, so wie früher. Das ist richtig. Dafür gibt es aber die anderen Zonen, also die Zone, die ich noch spüre. Da entwickelt man halt neue erotische Gefühle. Ja, also du meinst die Zone aufwärts dann vom... ist das genau beim Bauch, ab Bauchnabel, kann man sich das so vorstellen? Etwas höher noch, etwas höher. Magenhöhe. So. Aber es kommt zu keiner Erektion mehr bei dir? Doch, die kommt reflexartig. Ach, die kommt reflexartig. Und natürlich Unterstützung durch Mittelchen. Ne? Stelle ich mir auch sehr, sehr schwierig vor, sich dann auf diese Art, auf eine ganz andere Art der Sexualität einzulassen und einzustellen.
Ja, ich muss dazu sagen, das fehlt mir nicht so sehr. Was fehlt dir am meisten? Am meisten fehlt mir die Freiheit beim Sport. Also ich habe super gerne Sport getrieben, egal in welche Richtung. Mhm. Und aber du machst es ja jetzt, was ich auch toll finde, dass du es machst, ja schon auch jetzt als Rollstuhlfahrer. Ja. Ne, hast du gerade gesagt, Basketball spielst du? Ja, richtig, Rollstuhlbasketball. Mhm. Was machst du denn beruflich? Also beruflich arbeite ich bei einer Versicherung. Mhm. Und das ging auch dann so weiter? Du konntest dann deinen Beruf weiter fortführen? Oder musstest du irgendwie umschulen oder in eine andere Abteilung gehen? Oder wie war das? Nee, ich war vorher Außendienstler. Ach so, ja, das geht jetzt nicht mehr so. Und Entschuldigung. Da kommt gerade jemand rein. Das war die Freundin. Ja, die ist gerade wach geworden. Schöne Grüße an sie. Ja, schöne Grüße an sie von Domian. Sie lächelt. Das ist schön. Also wir waren beim Beruf. Du warst im Außendienst vorher, das geht jetzt nicht mehr so. Ist richtig, ich kann ja keine Treppen mehr steigen. Mhm. Und somit bleibt mir nur übrig, dass ich im Innendienst wechsle. Mhm. Und es ist leider noch nicht so weit, dass ich anfange zu arbeiten, aber im Januar wollte ich dann anfangen. Ach so, das ist geplant. Mhm. Das ist geplant, ja. Ich habe das jetzt beim Chef angesprochen. Mhm. Und das nur schauen, wie das mit den Begebenheiten auch ist bei uns in der Firma, ja. In den Gebäuden. Wie ist das denn so mit den Freunden oder den Kumpels von früher? Sind die noch da oder merkst du, dass die doch jetzt irgendwie das Interesse an dir verlieren? Nee, kann ich nicht sagen. Also ganz im Gegenteil. Die sind da? Die sind auf jeden Fall, die stehen 100% hinter mir. Ja. Oh, und wenn es dann auch, wie gesagt, halt ein Hindernis gibt durch Treppen, dann wird kurz angepackt und dann werde ich hochgehoben und das geht einfach wie vorher auch. Nun sind einige Monate vergangen. Du sagst, das meiste, was mir fehlt, ist der Sport, dass ich den Sport nicht mehr so machen kann. Hast du denn das Gefühl so für dich, dass du vielleicht so ein bisschen dich zumindest mit deinem Schicksal jetzt arrangierst und das auch akzeptierst? Ja, das stimmt. Das werde ich, das tue ich auch, weil ich ja auch, wie gesagt, auch diesen Rollstuhlsport mache, treibe und somit auch die Abwechslung habe. Mhm. Und ich werde auch noch andere Sportarten aussuchen und ausüben. Ich habe jetzt mal so überlegt, Tauchen ist eine nette Sache. Mhm. Das habe ich auf einer Messe kennengelernt. Mhm. Und die bieten das auch hier in Aachen an, wo ich wohne. Ah ja, das ist natürlich auch toll, wenn das geht, wenn man das so machen kann. Aber ja. Es gibt ja, ich bin immer völlig beeindruckt bei den Olympischen Spielen für Behinderte, was die Leute alles machen. Das ist ja unfassbar. Das sind ja Leistungen, Hut ab, Hut ab, Hut ab, ne? Was da passiert. Allerdings. Wenn du jetzt zurückdenkst an das, was da vorgefallen ist, das ist ja nun, wie gesagt, eindeutig deine Schuld. Genau. Da gibt's nichts schön zu reden. Nein, allerdings nicht. Wie denkst du über diesen Vorgang? Machst du dir selbst Vorwürfe, wie konnte ich denn nur mit, wie viel Alkohol hast du getrunken, wie viel Promille hast du? 1,37 war das. Mhm. Und Vorwürfe, natürlich macht man sich Vorwürfe, viel schlimmer wäre es noch gewesen, die anderen hätten auch noch, noch krassere Schicksale vielleicht allein müssen, aber ich denke jetzt mal so, ich habe abgeschnitten, also ich, das Thema ist für mich jetzt gegessen. Ja, verstehe. Es muss geradeaus weitergehen. Ja, das ist auch eine gute Einstellung und ich bewundere das, wenn du das so hinkriegst. Das ist natürlich, es ist noch alles sehr frisch. Insofern, ja. Aber du hast so Ziele, wenn du sagst mit dem Tauchen, das ist schon mal was und die Arbeit fängt wieder an. Und was ich ganz großartig finde, nochmal schöne Grüße an deine Freundin, dass sie bei dir bleibt. Denn manch eine Frau wäre dann auch gegangen. Vor allen Dingen, wo ihr erst so frisch beieinander wart, ne? Genau. Das ist schon wirklich eine tolle Sache. Ich will jetzt aber euch nicht weiter stören. Deine Freundin will sicher schlafen. Ja, richtig. Dann freue ich mich, dass wir haben sprechen können, Andreas. Mhm. Wünsche dir wirklich alles Gute und toi 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 in deinen sportlichen Geschichten da auch. Und überhaupt alles Gute. Dir auch. Tschüss dann. Tschüss. Tschüss. Und Sven haben wir hier. Sven ist 21. Guten Morgen. Heute haben wir aber ein bisschen Pech mit den zusammengebrochenen Leitungen. Robert, 40, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Robert.
Jetzt haben wir leider nicht mehr so viel Zeit, sehe ich gerade. Ja, ich bin auch ein bisschen sauer auf deinen Redakteur, weil ich meine, ich warte schon fast über 20 Minuten hier. Ach, du liebe Zeit, sag mal rasch, um was es geht. Also es geht darum, ich kann nicht schreiben und ich wollte einfach mal darüber sprechen. Ja, weißt du was, das werden wir ganz ausführlich am Freitag machen. Morgen haben wir ja eine Themennacht. Ja. Weil wenn wir jetzt anfangen, eine Minute zu reden, ist das nicht in Ordnung. Und dann muss ich dich abwürgen und... Ja, aber wie gesagt, ich warte auch schon über 20 Minuten in der Warteschleife. Eben, ne? Eben. Dann sollst du auch richtig zum Zuge kommen. Dann vereinbaren wir das gleich so, dass wir dich Freitag anrufen. Ja. Und dann können wir ausführlich reden. Wir können ja eine Frage kann ich dir vielleicht noch schon mal stellen. Wie kommt das, dass du nicht schreiben kannst? Ja, du, das ist eine lange Geschichte. So richtig erklären kann ich mir das auch nicht. Also, ich weiß da keine Antwort drauf. Ich kann dir da keine Antwort drauf. Aber du warst in einer normalen Schule, auf einer Schule. Also, ich bin 4 Jahre auf der Grundschule gegangen. Ja. Und hatte da schon sehr große Probleme. Ja. Wurde aufgrund auch dieser Problematik halt, geschlagen von den Lehrern. Geschlagen? Und ja, auch eingesperrt in das dunkle Zimmer halt und auch ausgesondert von der Klasse. Ja, mir fällt das ein bisschen schwer, darüber zu reden, weil das ist nicht so ganz einfach. Weil ich wundere mich gerade, ich gucke nämlich, ich gucke gerade auf dein Alter, du bist 40 Jahre alt. Ja. Da durfte man nun wirklich nicht mehr schlagen. Doch, du, da durfte man schlagen. Ja, man durfte nicht, man hat es dann getan. Wie bitte? Man durfte das nicht, aber man hat es dann getan. Ja, man hat es getan. Man hat es getan. Mhm. Und ja, und dann kam ich dann halt in die Sonderschule halt. Mhm. Ja, und dann wurde ich da ja auch nicht so gefördert, wie das eigentlich sein sollte halt. Und ja. Ja, ne. Also, an dieser Stelle machen wir einfach mal einen Punkt. Ja. Und wir vertagen uns auf Freitag. Ja, das freue ich mich. Ne, weil das ist jetzt so kurz und dann können wir uns in Ruhe unterhalten. Das denke ich auch. Lieber Robert, bis übermorgen. Jo. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute und morgen haben wir eine feste Themennacht. Morgen heißt das Thema Voyeurismus, die Lust am Spannen. Ich möchte mit Spannern reden, mit Leuten, die... Ja, mit Spannern, das klingt nun sehr negativ, aber mit Leuten, die auch von sich aus bekennen. Ich habe Lust am Zugucken. Ich beobachte gerne meine Nachbarn, ich nehme gerne mal das Fernglas. Ich stehe auch dazu, wenn ich bei einem Unfall zugucke und das Geschehen beobachte. Vielleicht ist der eine oder andere auch dabei, der sich von Pärchen einladen lässt, um zuzugucken, wie die Sex praktizieren. Und ich würde gerne mit Opfern sprechen, mit Opfern von Voyeuren. Morgen heißt unser Thema Voyeurismus, die Lust am Spannen. Um 1 Uhr sind wir wieder da, Radio 1 Live, WDR Fernsehen und 1